Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Friedensfragen mit Clemens Ronnefeld. In der heutigen Sendung geht es um das Thema als UN-Diplomat im Einsatz für den Frieden. Und ich freue mich sehr, dass Hans von Sponeck heute gekommen ist aus dem badischen Müllheim zwischen Freiburg und Basel, um mit mir ein Gespräch zu führen über seine Arbeit, insbesondere mit dem Schwerpunkt auch Irak. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Hans, du bist aus einer badischen Grafenfamilie stammend. Eine lange Offizierstradition gibt es in eurer Familie. Und als sehr kleines Kind hast du deinen Vater verloren, der damals wegen einer Befehlsverweigerung noch im NS-Regime umgebracht wurde. Du warst 1957 einer der ersten Kriegsdienstverweigerer in Deutschland, hast dich dann entschlossen, zu studieren, Demografie, Kultur, Anthropologie in Deutschland und den USA und bist viele Jahre als UN-Diplomat im Einsatz gewesen, Autor von politischen Sachbüchern, Hochschullehrer in Marburg und von 1968 bis 2000 an Einsatzorten für die UN, zuletzt in Bagdad. Wir möchten heute ein Gespräch darüber führen, was du in dieser langen Zeit erlebt hast. Und ich beginne mal ganz vorne. Du warst von 1966 bis 1968 zunächst für die Deutsche Stiftung für internationale Zusammenarbeit tätig. Wie sah diese erste Station deiner Laufbahn aus? Naja, das waren die ersten Jahre nach dem Ende meines Studiums. Und da ging es darum, zu verstehen, wie man in einer Bürokratie sich entwickeln kann. Und ich wollte gerne etwas tun, was mit Frieden und mit Entwicklung zu tun hat. Und deswegen war die Möglichkeit, bei der Deutschen Stiftung für internationale Zusammenarbeit tätig zu werden, war für mich großartig. Ich kam frisch aus den Vereinigten Staaten nach Deutschland zurück, nach 10 Semestern des Studiums dort. Und in Bonn war das für mich eben der Anfang einer Karriere, die vom ersten Tag in der Deutschen Stiftung bis zum letzten Tag in der UNO im Jahr 2000 mit friedenspolitischer Arbeit zu tun hatte. Du warst 68 dann im Laufe dieses Jahres, wo ja sehr viele Umbrüche waren, die 68er-Generation, als Diplomat bei den UN zunächst in der Zentrale in New York und auch in Genf, aber auch an anderen Orten der Erde. In deiner Biografie habe ich gefunden, Ghana und Botswana waren Stationen zunächst. Wie sah dort deine konkrete Tätigkeit aus? Also zunächst stört mich das Wort UNO-Diplomat. Ich war ein Mitarbeiter im Internationalen Dienst der Vereinten Nationen. Dass wir einen Diplomatenstatus hatten, das war manchmal gut und nützlich, aber es ging um was ganz anderes. Es ging darum, im internationalen Dienst eben Dinge zu tun, die ein normaler Diplomat gar nicht so tun kann. Und der Anfang war, als junger, ich war damals 28 Jahre alt, bin mit meiner jung verheirateten, mit meiner Frau nach Ghana gegangen als ersten Dienstort und da ging es mit einem großen Optimismus. Wir alle waren optimistisch. Sowohl die bilateralen Programme als auch die UNO-Programme in Bezug auf die Möglichkeit, eben Länder, die vor kurzem, vor wenigen Jahren unabhängig geworden waren, dazu ihnen zu helfen, selbstständig zu werden. Und das heißt also, die ersten Jahre meiner Tätigkeit hatten sehr viel damit zu tun, Aufbauarbeit zu leisten. Was heißt das? Das hieß, jedes Land braucht ein Landwirtschaftsministerium. Jedes Land braucht eine Verwaltung. Jedes Land braucht Statistiken. Man wusste in Ghana nicht, was man hatte an Naturvorkommen zum Beispiel. Die Vereinten Nationen haben sehr viel Geld investiert, relativ viel Geld, muss ich sagen, denn die Beträge waren im Grunde genommen alle sehr klein, um eben solche institutionellen Entwicklungen zu fördern, den Ländern zu helfen, nicht nur auf dem Papier politisch
unabhängig zu sein, sondern tatsächlich eben eine Grundstruktur zu schaffen, durch die sie sich selber verwalten konnten. Und ich war der jüngste Mitarbeiter in diesem Büro. Mein Chef war ein Australier. Der zweite Mann war ein Russe. Der dritte Mann war ein Amerikaner. Der vierte Mann war ein Kanadier. Der fünfte Mann war ein Ire. Und ich, der Deutsche, irgendwie ein Sonderling, denn wir dürfen nicht vergessen, 1968 war Deutschland ja noch überhaupt nicht in den Vereinten Nationen. Also ich war ein bisschen ein Unikum. Das war 73 dann, glaube ich, erst. Das kam erst 1973, darüber können wir vielleicht auch noch sprechen. Aber jedenfalls in diesen ersten 4 Jahren in der UNO ging es darum, Projekte zu verwalten, die eben das taten, worüber ich gerade schon gesprochen habe. Deine nächste Station nach Ghana war die Zentrale in den USA, in New York, wo du für die UNO tätig wurdest. Wie sah konkret deine Arbeit dort aus? Meine Arbeit bezog sich auf die beiden Programme in Liberien und Sierra Leone der Vereinten Nationen. Das heißt also, meine Aufgabe war, diesen beiden Länderbüros zu helfen, die Finanzierung zu fördern, Experten zu rekrutieren, andere Dinge zu tun, die eben diesen beiden Länderbüros halfen, das umzusetzen, was in der Zentrale für sie bewilligt worden war. Das bedeutete auch, dass ich regelmäßig, alle 3 Monate war ich in Westafrika, um eben in Monrovia und in Freetown mit den Teams in diesen beiden Büros zu sprechen, um zu sehen, wie man die Zusammenarbeit zwischen der Zentrale und dem Feld verbessern konnte. Und ich bin froh, im Rückblick zu sagen, dass es wichtig war, dass wir ganz konkret, es war also kein Geschwätz da, es ging nicht um Broschüren, es ging um Menschen, denen man versuchte zu helfen. Und da musste man zunächst erstmal feststellen, was waren denn das für Prioritäten und wessen Prioritäten? Es waren im multilateralen Bereich, war es unwichtig. Unsere Prioritäten waren unwichtig. Was wichtig war, dass wir die Einsicht hatten, im Gespräch mit den Regierungen in den beiden Ländern eben zu verstehen, was wird gebraucht und uns dann zu entscheiden, was man aus diesen vielen Notwendigkeiten, die bestanden in den ersten Jahren der Unabhängigkeit, dann das zu bewilligen, was mögliche Umsetzung eben erreichbar machte. Reisprojekt hattest du mal genannt? Reisprojekt in Sierra Leone war ein sehr wichtiges Projekt, weil Reis eine Grundnahrung in dem Land, auch in Liberien. Übrigens muss ich mich ein bisschen korrigieren. Liberien ist ja nie eine Kolonie gewesen. Es war immer unabhängig eigentlich. Aber jedenfalls, das Wichtige ist, dass diese beiden Länder eben zu unserem Programm gehörten. Das Afrika-Büro hat das sehr ernst genommen. Der Chef des Afrika-Büros war ein Mann aus Kamerun. Auch das zeigt, dass wir immer mehr im Laufe der Jahre, seit 1945, als die Vereinten Nationen gegründet wurden, eine immer diversifiziertere Gruppe von Mitarbeitern waren. Das wäre in den Anfangsjahren der UNO unwahrscheinlich gewesen, dass ein Mann aus Afrika das Afrika-Büro leitete. Aber das hat sich geändert. Und diese 3 Jahre waren für mich sehr wichtig, weil ich nämlich an dem Ort war, wo Politik gemacht wurde. Aber ich war froh, muss ich sagen, dass ich nach 3 Jahren eben versetzt wurde nach Pakistan und wieder dort war, wo ich mich wohlfühlte. Das war im Graben, da, wo man direkt gebraucht wurde. Wie sah diese Tätigkeit in Pakistan aus? Ja, also in Pakistan war ich dann der stellvertretende Leiter des Büros dort und wir waren immer mit meiner Familie, meine Kinder, meine Frau waren immer dabei, war ich 6 Jahre. Die ersten 6 Jahre, denn ich war 2-mal in Pakistan, im ganzen 10 Jahre Pakistan, aber in diesen ersten Jahren, war ich natürlich mitverantwortlich für die Identifizierung des Programms, für die Kontakte mit der Regierung und wenn der Chef, der oft nicht da war, habe ich dann eben die Leitung übernommen und habe Dinge getan, die im Rückblick wahrscheinlich mir große Schwierigkeiten hätten machen können. Zum Beispiel eine kleine Anekdote, aber der Krieg in Afghanistan
als die Russen dort eben aktiv wurden, 1979. Hat es immer mehr Afghanen gegeben, die, und das war mir am Anfang gar nicht so klar, die im Auftrag des amerikanischen Geheimdienstes dort tätig waren. Und bei einem Empfang in Islamabad kam der amerikanische Konsul auf mich zu und sagte, hey, kannst du nicht mal uns einen guten Pass für diese Menschen, die nach Amerika auswandern wollen, schaffen? Das klang sehr obstrus, aber ich habe das ernst genommen. Und mit meinem Sekretär am Wochenende haben wir einen Pass entworfen. Wenn das die UNO rausbekommen hätte, wäre ich rausgeflogen. Aber mit diesem Pass konnten dann diese afghanischen Flüchtlinge aus Pakistan ausreisen. Danach brauchten sie den Pass nicht mehr. Aber um da die Grenze zu überqueren, ins Flugzeug zu steigen, brauchten sie. Und als ich das 10-mal gemacht habe, 10 oder 11 Mal, ist mir klar geworden, was ich da tat. Dass ich zwar Menschen geholfen habe, die sonst in Schwierigkeiten hätten kommen können, das war die eine Seite, aber die andere Seite war natürlich, es war total falsch, so etwas zu tun. Nicht wahr? Aber ich will das nur andeuten, wie diversifiziert die Arbeit als stellvertretender Leiter eines UNO-Büros sein konnte. Prinzipiell ging es darum, in Pakistan eben Dinge zu tun, die mit den Prioritäten dieses Landes, das war wieder Landwirtschaft, es war Forstwirtschaft, es war Ausbildung, sehr viel Ausbildung. Und was dazu kam, was sehr wichtig war und was zeigt, dass die Vereinten Nationen eben wirklich auf der Welt immer wieder eine Sonderrolle spielen können, ist die Tatsache, dass wir Programme in Kaschmir hatten. In dem pakistanischen Kaschmir, es gibt ja zwei Teile, der eine Teil Kaschmirs, der größere ist in Indien, der kleinere ist in Pakistan, und wir hatten zum Beispiel ein Rubinen, also ein Edelsteinprojekt in Pakistan, Kaschmir. Und wir konnten dorthin fahren. Ein amerikanischer, deutscher oder anderer Diplomat hätte es sehr viel schwieriger gehabt, dorthin zu fahren. Wir konnten das. Ihr wart unbelastet. Wir waren unbelastet. Und das kann ich auch noch andeuten für den zweiten Teil meiner Jahre in Pakistan. Ich bin dann 10 Jahre nicht dort gewesen. Und als die Familie und ich wieder zurückkam nach Islamabad, das war 1988, ging meine Frau am Morgen in Islamabad in ein Geschäft, und da schaute der Mann sie an und sagte, ach, wie nett, sie zu sehen, ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Das heißt, nach 10 Jahren hatte er sie wiedererkannt. Die Kinder gingen in ihre alte Schule zurück. Und meine Aufgabe als Leiter des Büros in der zweiten Zeit in Pakistan war natürlich eine ganz andere. Es ist ein sehr komplexes Land. Es war auch die Zeit, und das dürfen wir nicht vergessen, über die Jahre hinweg sind die unabhängig gewordenen Länder ja immer unabhängiger geworden, politisch, wirtschaftlich und auch. Das heißt, es hat natürlich einen Einfluss gehabt auf den Inhalt unserer Programme. Aber es gab noch andere Sachen. Es gab zum Beispiel die Tendenz, sehr viel stärker mit den anderen UNO-Programmen, der WHO zum Beispiel oder des Internationalen Arbeitsamtes oder von UNICEF zusammenzuarbeiten, um die Kohärenz der Präsenz zu erhöhen. Also es war eine sehr spannende Zeit, in der auch, und das ist, glaube ich, sehr wichtig zu sagen, etwas sehr klar wurde, nämlich, dass der Gegensatz zwischen den Zielen der Weltbank und den Zielen der UNO immer sichtbarer wurden, weil die Weltbank plötzlich merkte, sie muss auch auf sozialem Gebiet aktiv sein. Sie hatte das Geld und etwas überspitzt ausgedrückt, wir hatten die Moral, wir hatten die Unschuld. Und diese beiden Teile zusammenzuschweißen, das war unglaublich schwierig. Aber es gelang mehr oder weniger. Warum? Weil unter anderem der pakistanische Finanzminister in dieser Zeit darauf bestand, dass die Forderung von UNICEF, dass Strukturveränderungen ein menschliches Gesicht haben müssen, ernst genommen hat.
Die Weltbank wollte Strukturanpassung. Das heißt also, wenn du in einem armen Viertel lebst, musst du genauso Steuern zahlen und Beträge zahlen für Wasser, für Licht und andere Sachen, wie die, die in reichen Gegenden in Pakistan zum Beispiel wohnten. Der Finanzminister mit Unterstützung von uns hat eben gesagt, ja, aber die müssen das auch können. Und wenn sie es nicht können, dann können wir auch solche Maßnahmen nicht akzeptieren. Und wir haben dann die Vorsicht, das ist eine allgemeine Bemerkung, aber die Vorsicht war immer, möglichst apolitisch zu bleiben in der UNO. Weil wir wussten, wir hatten keinen Schutz. Ein bilateraler Diplomat ist sehr viel besser geschützt durch wegen seiner Herkunft bei Problemen mit den Regierungen, wenn sie kritisch werden. Bei der UNO ist dieser Schutz nicht da. Also wenn wir unseren Mund zu sehr aufgemacht hätten, dann hätte es sehr schnell dazu führen können, gerade ich in einer Leitungsfunktion in der Zeit, dass man das Land hätte verlassen müssen. Also wir waren vorsichtig, aber nicht so vorsichtig. Wir haben zum Beispiel einen offenen Brief bei den Wahlen in Pakistan, einen offenen Brief über menschliche Entwicklung herausgebracht. Das hat zu Querelen geführt. Das Auswärtige Amt hat mich einbestellt und hat gesagt, hey, wenn wir dich nicht kennen würden, dann würdest du morgen im Flugzeug sitzen. Aber weil wir deine Intentionen kennen, respektieren wir das, aber mach's nicht wieder. Aber dieser offene Brief wurde von allen 21 UNO-Einheiten, die eine große Gruppe tätig waren, eben unterzeichnet. Und das war so ein Hinweis, dass die Vereinten Nationen immer darauf hinweisen müssen, dass es eine UNO-Charta gibt, dass es in dieser Charta definiert ist, wie man sich zu verhalten hat und dass wir danach arbeiten müssen. Also Pakistan war, 10 Jahre Pakistan war für mich vielleicht das Kernstück meiner Zeit in den Vereinten Nationen. Und heute auch wieder Konflikt zwischen Indien und Pakistan um Kaschmir. Die UN hätte heute auch wieder alle Hände voll zu tun, hier diplomatisch tätig zu werden. Natürlich. Und dann kam das Ungewöhnliche, das war, glaube ich, einmalig in den Vereinten Nationen, dass ein Mann, der die Leitung eines Büros in Pakistan hatte, eines UNO-Büros, dann nach Indien transferiert wurde. Und die Haltung der Inder war zunächst, der war in Pakistan, den wollen wir nicht. Und dann wurde aber die Regierung überzeugt, dass sie zumindest mir eine Chance geben sollten. Und dann haben sie gesagt, dann soll er kommen. Du wusstest von beiden Seiten die Wahrnehmungen auch auf diesen Konflikt. Natürlich, aber wir sind dann 4 Jahre eben in Neu-Delhi gewesen. Das größte Programm, das die UNO hatte auf Entwicklungsebene. Das waren schwierige Jahre für mich. Auch deshalb, weil dieser Wille nach Unabhängigkeit sich auch immer stärker in den Büros äußerte. Das heißt, die Lokalangestellten wollten viel mehr Rechte, wollten viel mehr in höheren Funktionen tätig sein. Konnte ich verstehen. Aber ich musste sie daran erinnern, dass das ein internationales Büro war. Und wenn sie sich bewerben wollten für Posten in der UNO, in anderen Feldbüros, das konnten sie ja tun. Aber im Kontext von Indien war das nicht so leicht möglich. So habe ich argumentiert. Und das war nicht so einfach. Aber Indien, Pakistan auch, beide haben ja wunderbar ausgebildete Menschen und Politiker, mit denen man wirklich offen reden konnte, wo man Sachen tun konnte, die woanders sehr viel schwerer gewesen wären. Ich will konkret sein. In Indien, die großen Länder in der Weltbankgruppe, Indien, Pakistan gehörten dazu, haben jedes Jahr ein sogenanntes Konsortium-Treffen. Da trifft man sich, unterhält sich über Armut in Paris oder in Tokio. In großen, schönen Hotels wohnt man. Man isst gut und man spricht über Armut. Das hat mich sehr gestört. Und was mich auch gestört hat, und es hat mich dazu geführt, in einem Jahr dieser Meetings in Paris war mein Thema, wir hatten
diese Treffen, die UNO hatte immer das Recht des ersten Beitrags. Wenn der Weltbankpräsident seine Rede gehalten hat, dann durfte der UNO-Mann eben auch was sagen. Und ich habe über Korruption gesprochen. Korruption als Hindernis für die Entwicklung in Indien. Und der Weltbank-Bürochef für Südasien kam danach zu mir und hat gesagt, unmöglich, was Sie da gemacht haben. Wie können Sie über so ein Thema reden? Und der Finanzminister Indiens kam nach meiner Rede zu mir und guckte mich an, gab mir seine Hand und sagte nichts. Das war ein Dank? Das war ein Hinweis, dass er mir getraut hat. Mhm. Dass das nicht so im Sinne von Winston Churchill ein Schlag unter die Gürtellinie war. Das war einfach ein Hinweis, dass jemand, der ein echter Freund ist, auch mal kritisch sein kann. Und auf dieser Basis habe ich dann überlebt. Es waren 4 schwere Jahre. Nach deinem ersten Aufenthalt in Pakistan bist du in die Türkei gekommen. Hast du dich selbst drauf beworben? Wurdest du gebeten? Wie funktioniert eine Versetzung bei den UN? Ich habe mich eigentlich nie beworben. Ich hab einfach den freien Lauf der Entwicklung habe ich gelassen. Und mir wurde gesagt, bevor du dein eigenes Büro bekommst, musst du nochmal Stellvertreter sein. Also gut. Ich bin dann mit Freuden, muss ich sagen, nach Ankara transferiert worden. Wieder mit meiner Familie natürlich. Und da war ein ganz anderes Programm. Das Programm war auf einer sehr viel höheren Ebene. Wir haben Forschungsprojekte unterstützt. Ein Institut, das sich mit Grundlagenforschung befasste. Wir hatten Umweltprogramme in Bezug auf die Reinhaltung der Küsten von der Türkei. Solche Sachen. Also, und die Türkei hatte natürlich auch menschliche Ressourcen, die man in Botswana zum Beispiel selbst auch in Pakistan vielleicht nicht so hatte. Das war eine Zeit, die sehr anspruchsvoll war. Und etwas passierte dort, was mir hätte eigentlich sehr viel früher klar werden müssen. Nämlich die Grenze der Türkei zu dem Iran war nicht am Ende der Türkei, sondern etwa 80 Kilometer von Ankara. Was heißt das? Die Türkei hatte in Bezug auf entwicklungspolitische Vorhaben kein Interesse für eine internationale Teilnahme in den kurdischen und östlichen Gebieten. Also die Karte, die Landkarte der Türkei hörte für die UNO und auch für die bilateralen Entwicklungsprogramme auf, so etwa 80, 100 Kilometer östlich von Ankara. Ein großes Verfehlen auch von uns, denn wir hätten in dem UNO-Büro hätten wir sehr viel stärker darauf hinweisen müssen, dass die Armut zwar in Izmir, in Istanbul, in anderen Teilen von der westlichen Türkei auch groß war und dass da auch Projekte durchgeführt werden müssten. Aber was so in Van oder Diyarbakır oder Eskişehir hier, also im Osten der Türkei, da war nichts, gar nichts. Und ich bin mit meinem Chef, übrigens, mein Chef wurde der Mann, der für die Finanzierung in Pakistan zuständig war in seiner Regierung, der wurde plötzlich mein Chef. Der wollte immer zur UNO und wurde dann auf der politischen Ebene, ich bin sehr dagegen, dass wir politische Ernennungen haben, aber so war es. Er wurde dann in Ankara mein Chef und wir beide haben uns gut gekannt, haben gut zusammengearbeitet und wir waren zusammen in den östlichen Gebieten und haben gesehen, wie ungeheuer die Armut dort gewesen ist. Wir haben auch gesehen, was Entwicklung an Schaden anrichten kann. Beispiel: Es waren die Jahre, wo die ersten Staudämme gebaut wurden. Das heißt also, die Türkei produzierte enorm viel Elektrizität. Ja, aber die Masten gingen über die Dörfer hinweg. Die Elektrizität wurde exportiert nach Zentral- und Westtürkei. Die Dörfer blieben dunkel. Und das hätten wir sehr viel stärker herausbringen müssen. Das haben wir nicht getan. Ich weiß nicht, ob das Wort Feigheit richtig ist, aber zumindest war es ein Wegstecken einer Realität, die uns bekannt war.
Im Jahre 1998 wurdest du Nachfolger von Dennis Halliday, einem Iren, der im Irak zuständig war für die humanitäre Koordination. Und er war zurückgetreten, weil er das Embargo als Völkermord bezeichnet hat. Du hast dich um dieses Öl für Nahrungsmittelprogramm dann gekümmert. Wie waren deine Erfahrungen, als du nach Bagdad gekommen bist? Also zunächst, Dennis Halliday und ich waren vor und nach seinem Einsatz im Irak gute Freunde, gute Kollegen gewesen. Und es war auch Dennis Halliday, der mir gute Hintergrundinformationen natürlich vor meiner Reise nach Bagdad, meinem Anfang in Bagdad, gegeben hat. Mit Ausnahme von Generalsekretär Kofi Annan und ihm hatte ich eigentlich überhaupt kein Briefing, was fatal war. Ich wusste sehr wenig über den Irak. Mir war das 1993 bereits angeboten worden, in den Irak zu gehen. Mich interessierte der Mittelosten wenig. Ich wollte da gar nicht hin. Aber ich war in Genf dann der Direktor des Europabüros von UNDP geworden. Und dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen und Kismet. Der Zufall wollte es, dass ich in den Hallen des alten Völkerbundes, wo heute die UNO beheimatet ist, in Genf, auf Kofi Annan stieß. Und er schaute mich an und sagte, ha, wie gefällt dir dein neuer Job hier in Genf? Und ich ihn anschaute und sagte, überhaupt nicht. Ich langweile mich hier. Das hat er ignoriert, aber 3, 4, 5 Wochen, weiß ich nicht mehr, später bekam ich eben den Anruf, er möchte, dass ich als Beförderter auf die politische beförderte Ebene, als Assistant Secretary General, als beigeordneter Generalsekretär der Vereinten Nationen, ist man auf einer politischen Ebene. Man muss also seinen Dauervertrag aufgeben, um dieses Amt auszuüben. Und ich habe das akzeptiert. Meine Frau hat dem zugestimmt. Die ist halt durfte nicht mit, musste in Genf bleiben. Die Kinder waren älter geworden, waren gar nicht mehr zu Hause. Also ich ging alleine nach Bagdad. Und natürlich habe ich mich gefragt, was Dennis Halliday mir erzählte über die ganze Entwicklung im Irak, die politische Zusammenarbeit zwischen der Regierung von Saddam Hussein und der UNO, davon wusste ich etwas. Ich habe das alles aufgenommen und ein bisschen weggesteckt mit der Antwort, die ich mir gegeben habe. So ein Job, er war ein Jahr dort, ist psychisch so anstrengend, dass man verstehen kann, wenn jemand dann eben den Hut nimmt und darüber hinaus die Welt erinnert, dass es hier auch um Prinzipien geht, die nicht von der Regierung von Saddam Hussein verstoßen wurden, sondern von den Vereinten Nationen. Aber ich wollte eben selber sehen, was das für mich alles bedeutet. Ich bin mit einer gewissen Unschuld dorthin gegangen. Ich habe gemeint, die UNO wird dort gebraucht, ohne Frage. Aber was mir nicht klar gewesen ist, sind die Bedingungen, die dann auf mich zukamen. Und das Problem, das ich hatte, ist, dass ich erkannte, dass die Menschlichkeit in der Regierung von Saddam Hussein nicht total verloren gegangen war. Aber das zu sagen, war unmöglich. Das konnte man nicht. Denn das war die UNO, das muss auch verstanden werden. Die UNO ist bis heute im Grunde genommen eine sehr westlich dominierte Organisation geblieben und war es auf jeden Fall im Irak. Jeder Schritt von mir, jeder Schritt meiner Kollegen, wir waren ein großes Team. Ich hatte über 1000 Mitarbeiter, die sowohl lokal, aber auch international, Amerikaner auch, Engländer auch. Also ich hatte ein buntes Team an Mitarbeitern und da eben unabhängige Arbeit zu leisten, war sehr schwer. Aber die Zusammenarbeit mit der Regierung, zusammenzubringen ein Programm, was etwa
in 6 Monaten so groß war wie das gesamte UNO-Budget in einem Jahr. Es war also das aller, bei Weitem das größte, finanziell größte Projekt, aber gleichzeitig auch das billigste. Das war mir auch nicht klar. Wieso billigste? Weil alles, was die Präsenz der UNO kostete im Irak, meine Wohnung, das Auto, das Büro, mein Gehalt, alles wurde mit irakischem Ölgeld bezahlt. Das Ölgeld lagerte in der Bank Banque Nationale de Paris, wurde von der UNO verwaltet und aus dieser Quelle wurden wir bezahlt. Also mit anderen Worten, ich bekam aus demselben Topf mein Gehalt und ich werde nicht sagen, wie viel, es war viel. Und der Minister, der mir gegenüber saß, bekam aus demselben Pott $15 im Monat. Also, da waren schon die ersten Überlegungen, wie ist das alles möglich? Und wir haben dann versucht, es war ein harter Anfang, denn 6 Wochen nach meiner Ankunft im Oktober 1998, nein, im November, gab es diese harte Bombardierung von 4 Nächten durch die Amerikaner. Und das war mein Anfang in einer Situation, die von Tag zu Tag turbulenter wurde. Viele sagten damals, es war eine Ablenkung von Bill Clinton, der von seinem Amtsenthebungsverfahren offenbar ablenken wollte durch Härte, weil ein Präsident im Krieg sozusagen weniger angreifbar war. Das interessierte uns ja überhaupt nicht. In Bagdad wollten wir sehen, dass wir Präsenz haben, dass wir helfen. Und dieser großartige Generalsekretär Kofi Annan verstand, was gebraucht wurde. Er hat uns also nicht, wie ich gefürchtet hatte, gebeten, das Land zu verlassen mit dem gesamten Team, sondern er hat die Entscheidung getroffen, du, Hans, du entscheidest dich, wen du hier behalten willst, du bleibst. Und die anderen, die Internationalen, werden nach Amman geschickt, nach Jordanien, und die Lokalen, die gehen vielleicht nach Hause, aber dein Team, und es waren 28, die ich ausgewählt hatte, ein Arzt oder 2 Ärzte, Verwaltungstechniker, alle möglichen Leute, die man braucht in so einer Situation, die blieben und wir blieben. Und ungeheuer, was da eben zutage kam. Ich bin ein Kind, was ich war 10 Tage alt, als der Zweite Weltkrieg ausbrach. Und ich weiß, wie Bomben sich anhören, weil ich mit meiner Mutter am Gefängnistor meines Vaters mit 4 Jahren, 4,5 Jahren stand. Also, und dann Bagdad. Und ich hatte einen russischen Obersten, der mein Liaison-Kollege war zu der Truppe, der UNO-Truppe, die an der kuwaitisch-irakischen Grenze tätig war. Er war in meinem Büro und wir standen vor dem Tor, vor unserem Tor in Bagdad und sahen die Raketen, die Bomben. Das waren 2000 Kilo Bomben, die auf Gebäude fielen, die vielleicht 100 Meter von uns, unserem eigenen Gebäude, abgeworfen wurden. Und dann am nächsten Tag bin ich in die Krankenhäuser, ich bin in ein Krankenhaus gefahren und habe mir die Opfer dort angeschaut. Ja, es gab dann noch nicht mal Mullbinden, es gab nichts. Sie saßen steif in ihren Betten, mit Brandwunden natürlich. Gott sei Dank waren es nicht viele Tote, es gab weniger als 20 Tote. Aber immerhin, es waren 4 Tage einer Bombardierung, die völkerrechtswidrig war. Der Sicherheitsrat hat das zwar diskutiert, hat es aber nicht verdammt, was ich schwer zu verstehen hatte. Und ich will das alles nur so erzählen, um zu zeigen, dass die Situation immer brisanter wurde im Irak. Man konnte damals noch nicht davon sprechen, dass da mal ein flächendeckender Krieg wieder stattfinden würde. Aber
die Tendenz war schon in dieser Richtung. Und vielleicht noch ein Zusatz. Nach diesen 4 Tagen der Bombardierung musste ich alle 12 amerikanischen und englischen Kollegen nach Hause schicken. Die Iraker haben gesagt, wer uns bombardiert, kann seine Leute nicht bei uns, auch nicht im UNO-Büro behalten. Also die mussten weg. Und danach kam eben dann eine ungeheure kalte Welle. Die Konfrontation zwischen dem Irak und der UNO, der politischen UNO, ist härter geworden. Und wir haben aufgrund dessen uns entschlossen, das war ein Entschluss, den ich getroffen hatte, den aber der Generalsekretär der Vereinten Nationen akzeptierte, dass wir sogenannte Luftangriffsberichte herausgaben. Was die westliche Welt nicht wusste, was die Medien hier nicht berichteten, war die Tatsache, dass im Durchschnitt alle 3 Tage ein Luftangriff irgendwo im Irak geschah. Und wir brachten diese Berichte heraus. Ich war im Frühjahr von 1999 war ich in New York, und der englische Botschafter dort kam auf mich zu mit bleichem Gesicht und hat gesagt, was Sie tun, ist absolut nicht dementsprechend, was Ihre Aufgabe ist. Sie tun Dinge, und die irakische Diktatur unterstützen, und sie sollten das sein lassen. Der liebe Gott war in der Zeit wirklich auf meiner Seite, denn ich sagte dann zu ihm, wissen Sie, Herr Botschafter, ich bin nicht angestellt von der Königin von England, sondern vom Generalsekretär der Vereinten Nationen. Und solange der mir nicht sagt, dass ich das aufhören soll mit diesen Luftangriffsberichten, werde ich es weiter tun. Du hast eine Karte mitgebracht, die die Flugverbotszonen sieht. Vielleicht kannst du unseren Zuschauern noch erklären, was damals Sachstand war. Vielleicht können wir diese Karte mal einblenden. Die Karte 1, die oben zeigt eine nördliche Flugverbotszone, eine südliche und eine erweiterte Extended Flugverbotszone, ja, die also Kerbala einschloss. Ja, also das ist ganz einfach eigentlich anzuschauen. Was wichtig ist, dass diese Flugverbotszonen, die nördliche und die südliche und dann die erweiterte, ist noch ein Teil dazugekommen. Also die Flugverbotszone Süden ist erweitert worden. Was wichtig ist zu verstehen, ist, dass diese beiden Flugverbotszonen völkerrechtswidrig gewesen sind. Es gibt keine UNO-Resolution. Es gibt nur eine Missinterpretation einer Resolution. Das ist die Resolution 688 von 1991, die besagt, dass der Generalsekretär die Aufgabe hat, in diesen Gebieten, die gekennzeichnet sind auf dieser Karte als nördliche und südliche Flugverbotszonen, dass die Schiiten, die im Süden leben, und die Kurden, die im Norden leben, dass die geschützt werden sollten von den Vereinten Nationen. Das ist aber nicht gleichbedeutend mit der Einrichtung einer Flugverbotszone. Und die Franzosen haben das, die Engländer, die Amerikaner und die Franzosen gehörten zu diesen 3 Ländern, die diese Flugzonen, diese Flugverbotszonen eben verwaltet haben, wenn man so will. Die Franzosen sind ausgestiegen 96, da blieben also nur die Amerikaner und die Engländer. Die Amerikaner haben hauptsächlich aus Saudi-Arabien von der Sultan Ahmed Flugbase aus, die Engländer und Amerikaner von Incirlik, das ist in Ostanatolien der Türkei, haben sie eben diese Sorties geflogen, und damit die Botschaft war, die offizielle Botschaft war, wir wollen den Kurden im Norden und den Schiiten im Süden zeigen, wir beschützen sie. Was nicht gesagt wurde, ist, dass man, wie gesagt, einmal alle 3 Tage einen Luftangriff mit zivilen Opfern. Und da muss ich in dieser Situation, jetzt in diesem Beitrag, möchte ich eine Anekdote, die mir sehr wichtig ist, erwähnen, wenn ich das kurz tun kann. Ich reiste
im April 1999 in den kurdischen Gebieten, habe mir dort angeschaut, was die UNO dort tat, und bekam eine Nachricht, dass südlich dieser Flugverbotszone in der Nähe von Mosul, einer der großen Städte im Irak, dass dort ein Angriff stattgefunden hat, dem ja, sechs Schäfer und 101 Schafe zum Opfer gefallen waren. Das bedeutete für mich, dass ich meine Reise im Norden beendete und mit dem Auto in dieses Gebiet fuhr. Und das Gebiet ist ein rollendes Hügelgebiet mit keinem Gebäude, mit offener Landschaft. Und bei 47 Grad, 101 Schafe, tot. Man kann sich vorstellen, was das bedeutet an Gestank. Die sechs Körper waren bereits weggebracht worden. Aber warum erzähle ich diese Geschichte? Ich erzähle sie, weil am gleichen Tag, an diesem 30. April, als dieser Angriff stattfand, kam in Stuttgart von UCOM, von der amerikanischen Verwaltung, die in der Nähe von Stuttgart sitzt, eine Presseerklärung, aus der hervorging, dass man erfolgreich eine Luftabwehr zerstört hätte, Einheit des irakischen Militärs zerstört hätte. Und ich fragte mich, sind Schafe und sechs Schäfer die Luftabwehr? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Kein Wort über diese furchtbare Unfall, der da geschah, ein krimineller Unfall. Aber so wurde es gemacht, nicht wahr? Und es gibt andere Beispiele, es würde zu weit führen, die jetzt auszuführen. Aber ich wollte nur sagen, im Zusammenhang mit meinem Einsatz im Irak, war mir eines überhaupt nicht klar am Anfang. Und das ist der Faktor Falschinformation, mit dem wir täglich zu tun hatten. Es wurden Falschinformationen gestreut, die parallel zu dem, was wir dem Sicherheitsrat der UNO berichteten, wurden sie rausgegeben, besonders von den Amerikanern, auch von den Engländern, aber hauptsächlich aus Washington kamen eben dann Dinge wie die Nahrungsmittel. Zum Beispiel das Welternährungsprogramm importierte 440.000 Tonnen Nahrungsmittel im Monat. Und da wurde plötzlich behauptet, ja, ein Großteil dieser Nahrungsmittel würde abfließen nach Kuwait und in den Golf, würde exportiert, missbraucht. Stimmte alles nicht. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen war sehr, sehr gut in der Nachverfolgung der Dinge, die verteilt worden waren. Also keine Frage. Aber das waren eben Dinge, mit denen wir zu tun hatten. Und langsam, ich kann das nicht genau definieren, aber ich kann sagen, dass langsam in mir auch der Gedanke und auch das Angedenken an das, was Dennis Halliday mir gesagt hatte, wieder hochkam. Und ich mir die Frage stellte, tja, wenn du das alles weitermachst, dann machst du dich auch mitschuldig. Und ich möchte das sagen und betonen, mit einem Hinweis, und das ist der, dass nach 6,5 Jahren des Öl- für Nahrungsmittelprogramms im Irak war die Finanzierung, wurde die Größenordnung der Finanzierung, die unmögliche Größenordnung der Finanzierung, wurde sehr klar. Es wurden 63 Milliarden Dollar an Öl gefördert. Von diesen 63 Milliarden Dollar wurden 48 dem Öl- für Nahrungsmittelprogramm in diesen 6,5 Jahren zur Verfügung gestellt. 43 Milliarden Dollar wurden der UNO zur Verfügung gestellt für humanitäre Belange. Und wenn man das über 6,5 Jahre durch eine Bevölkerung von zwischen 23 und 24 Millionen Menschen dividiert, dann kommt etwas heraus. Ich sage meinen Studenten in Marburg immer wieder, wie viel kostet eine Tasse Kaffee pro Tag in Marburg? Der Endbetrag dessen, was der Bevölkerung zugute kam unter dem sogenannten humanitären Programm für den Irak, waren 51 Cent pro Person pro Tag. Das war alles. Und das führte dazu, und das muss ich einfach vorlesen, wenn ich darf. Im Jahre 2000
gab es eine Sicherheitsratssitzung in New York, bei der eines der 10 Mitglieder, der nicht permanenten Mitglieder im UNO-Sicherheitsrat, war der Botschafter Malaysiens, Dato Agam Hasmi, den ich sehr schätze, mit dem ich immer noch Kontakt habe. Und der stand auf und sagte Folgendes, und das ist einfach ungeheuer. Wie ironisch, dass dieselbe Politik des UNO-Sicherheitsrats, durch die der Irak von Massenvernichtungswaffen befreit werden sollte, nun selbst zu einer Massenvernichtungswaffe geworden ist. Gibt es eine größere Anklage? Und all das gärte natürlich in einer Person, die in der Funktion, die ich innehatte, war. Und dann kam eben der Tag im Februar 2000, wo ich dann öffentlich gesagt habe, was ich in meinem kleinen Zimmer im Hotel, das ich in Bagdad hatte, eigentlich schon wusste. Ich kann nicht weitermachen. Vielleicht noch für unsere jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauer. Nach 1991 waren bis in diesen 10 Jahren etwa 1,5 Millionen Menschen dem Embargo zum Opfer gefallen. Ist das eine Größenordnung, die realistisch ist? Also es wird immer wieder von Zahlen geredet. Und ich glaube, dass keine Zahl über die Zustände im Irak akkurat ist. Und ich gehe aus, meine Philosophie ist zu sagen, wenn ein Mensch, ob das nun 1,5 Millionen oder 500.000 sind, wenn ein Mensch unschuldig ums Leben kommt, ist das ein Mensch zu viel. Das ist gar keine Frage und deswegen sträube ich mich, das näher zu definieren. Ich weiß die Aussage, die schlimme Aussage von Madeleine Albright über die 500.000 Kinder, die ums Leben kamen, ob das der Preis wert war. Und sie sagte, ja, das war schon wahrscheinlich, der ist keine leichte Frage, sagt sie, aber es war wohl wert. Ein Kind wäre für mich zu viel gewesen. Du hast in einem offenen Brief im Guardian zusammen mit deinem Kollegen, der auch zurückgetreten war, Dennis Halliday, dann öffentlich gemacht, dass du zurücktrittst. Wie waren die Reaktionen auf deinen erneuten Rücktritt, nachdem dein Vorgänger ja ebenfalls wegen dieser humanitären Not zurückgetreten war? Naja, es gab natürlich, das war ja auch zu erwarten, es gab da also mancherlei widersprüchliche Reaktionen. Die Friedensbewegungen haben das geschätzt. Die Regierungen, der Sprecher des amerikanischen Auswärtigen Amtes sagte, thank God he's gone. Ja. Danke Gott, er ist gegangen. Ja, und also so war es. Ich habe auch Hass-Mails bekommen. Eine zum Beispiel hieß, wenn Saddam Hussein Atomwaffen hat, ist die Hoffnung, dass man sie zuerst gegen mich und meine Familie benutzt. Also bitter, aber lächerlich. Und nach einer Weile der Kränkung war ich stark genug zu sagen, so wird es immer sein, dass es solche Meinungen gibt, musst du wegstecken. Du bist dann nach New York zurückgegangen noch einmal? Ich bin, das war vielleicht ein Fehler, der aber nützlich war für mich. Als ich zurücktrat, hat man mich gebeten, nach New York zu kommen, hat mir aber erlaubt, nach Irak zurückzugehen, nochmal für 6 Wochen. Und das war dann auch die Zeit, in der ich wahrscheinlich der Letzte, das ist keine Frage der Angabe, ich war, glaube ich, der letzte Ausländer, den Saddam Hussein im März 2000 gesehen hat. Er wollte mich sehen. Ich habe mich nicht bemüht, zu ihm zu gehen, und er forderte, dass ich, es eine lange Geschichte, geht zu weit vielleicht jetzt, aber in diesem 90-minütigen Gespräch, was auf Arabisch und auf, ich spreche nicht Arabisch, aber es wurde übersetzt, er und ich haben uns unterhalten über, was er von uns erwartete. Und da ich ja immer meine UNO-Charta bei mir trug, habe ich die Charta ihm gezeigt und gesagt, auf der Basis tue ich meine Arbeit. In der Hoffnung, dass er vielleicht versteht, es wäre ja nicht schlecht, wenn er auch auf dieser selben Basis seine Arbeit tun würde. Also es ging hin und her und es gab ernste Momente. Wenn ich nicht gewusst hätte, was er für ein Mensch ist, in dem Hintergrund,
dann hätte ich gesagt, das ist ein Führertyp. Es ist ein Mann, der die Geschichte kennt, der, mit dem man sprechen kann, mit dem man auch lachen kann. Und was ich nicht ganz verstanden habe, ist, dass die deutschen Medien damals, als das Gespräch gefunden hat, sagten, man lächelt nicht mit einem Diktator. Ja, was die nicht wussten, war, dass ich aus Angst ein bisschen, weil es so ungewöhnlich war. Kein Botschafter traf Saddam Hussein, kein ausländischer Besucher traf Saddam Hussein und ich wurde gebeten, ihn zu sehen. Du wusstest vorher auf dem Angriff des Giftgases auf Halabscha, du wusstest ja auch um seine schlimme Vergangenheit, was er zu verantworten hatte im Krieg 8 Jahre mit Iran? Natürlich, aber wenn man im Auftrag der Menschlichkeit dort ist, wenn man im Auftrag einer Einrichtung, die sich Frieden auf die Fahne geschrieben hat, dann muss man sowas erstmal übersehen im Interesse des Schutzes von Menschen, die unschuldig sind. Und das ist ja nie akzeptiert worden, die ganzen Jahre, bis dann klar wurde, dass der Westen eine Fassade aufgebaut hatte, die ja überhaupt nicht der Realität entsprach in Bezug auf die Massenvernichtungswaffen. Aber man hörte der UNO nicht zu. Der andere Hans, der Hans Blix, der Mann, der für Waffenabrüstung zuständig war, der hat um mehr Zeit gebeten. Die hat man ihm nicht gegeben. Und dann kam dieses desaströse Entwicklung mit dem Angriff auf den Irak am 19. März 2003. Und was danach lief, wissen wir ja. Du hast ein Buch geschrieben mit dem Journalisten Andreas Zumach, Irak, Chronik eines gewollten Krieges, wo ihr nochmal Hintergründe erläutert habt. Du warst nachher auch bei einem Rassel-Tribunal dabei über diesen Krieg. Worum ging es euch und wie sah deine Mitbeteiligung aus bei diesem Rassel-Tribunal? Immer um dasselbe. Es ging immer darum, eben der Weltbevölkerung, der Weltöffentlichkeit klarzumachen, dass hier im schlimmsten Sinne des Wortes völkerrechtswidrige Handlungen stattgefunden hatten. Und das Rassel-Tribunal, das sich in Istanbul traf, wollte eben versuchen, dass man anerkennt, dass nicht nur der Verlierer, der Saddam Hussein war ein schlimmer Diktator. Er hat ein schlimmes Ende gefunden. Aber die Präsidenten Bush und Prime Minister Tony Blair sind frei davongekommen. Das kann das internationale Gewissen auch nicht akzeptieren. Das darf nicht so sein. Es ist heute genauso relevant wie vor 30 Jahren. Du hast für deinen Mut, für deinen Einsatz für den Frieden im Dienste der UNO Auszeichnung bekommen, den Bremer Friedenspreis. Du bist Lehrbeauftragter 2006 am Zentrum für Friedens- und Konfliktforschung geworden. Du sagtest, du hast Studenten, Studentinnen dort, hast auch die Ehrendoktorwürde am Fachbereich in Marburg der Universität bekommen. Wie sieht im Moment noch deine Verbindung zu Marburg aus? Also Marburg ist für mich ein Höhepunkt in meiner Karriere, meiner Lebenskarriere nach meinen Jahren in der UNO geblieben. Und ich bin jedes Jahr, auch letztes Jahr, in Marburg gewesen und mit dem Direktor des Instituts für Konfliktforschung habe ich abgesprochen, dass wenn es wieder normal wird, also virtuell möchte ich nicht ein Seminar durchführen. Zoom ist zwar gut, aber ist nicht ein Ersatz, den ich brauche. Und das aus dem Grunde hoffe ich, dass ich nächstes Jahr eben wieder in Marburg zum normalen Seminartermin da sein kann. Um über deine Erfahrung zu lehren. Eine Schlussfrage vielleicht noch. Welche Voraussetzungen, welche Fähigkeiten müsste ein Mensch, der für die UN sich einsetzt, mitbringen, wenn er wirklich für Frieden und Gerechtigkeit etwas tun möchte? Ich meine, die UNO-Charta ist ja da klar. Es gibt einen Artikel 100, der besagt, die Voraussetzungen sind, dass man leistungsfähig ist, dass man fachlich geeignet ist. Und dann, Gott sei Dank, ein sehr schöner dritter Punkt, dass man ehrenhaftig ist. Integrität. Ich habe auch für 10 Jahre an dem UNO College in Turin
junge Leute vorbereitet auf ihren Einsatz. Und ich habe ihnen immer in dem Zusammenhang gesagt, natürlich sind das drei wichtige Faktoren, aber es gibt auch andere, die für mich auch wichtig sind. Dazu gehört Neugierde, Menschlichkeit, Empathie, Geduld, Bescheidenheit und noch etwas, was immer gut bei jungen Leuten ankommt, Humor. Man braucht Humor, man braucht Empathie, man braucht Menschlichkeit und man braucht viel Neugierde. Man muss lernen, man muss wissen, wie man mit anderen Kulturbereichen umzugehen hat. Und das war für mich ohne Frage wichtiger als, ich setze voraus, dass jemand kompetent ist. Ich setze voraus, dass jemand leistungsfähig ist. Ich kann nicht voraussetzen, dass jeder ehrenhaftig mitarbeitet, aber so sollte es sein. Ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir für diesen großen Diskurs über deine vielen Jahre und Jahrzehnte bei der UNO im Einsatz für den Frieden. Und ich danke Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie dabei waren und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt Friedensfragen mit Clemens Ronnefeld. Musik.